Im Jahr 2018 erschüttert die US-amerikanische Presse eine Schlagzeile. Ein Mann aus der reichsten, einflussreichsten und bekanntesten amerikanischen Familie soll sein Kind entführt haben. Ein Rockefeller. Clark Rockefeller steht vor Gericht. Mit dicker Hornbrille, Dreitagebart und zu weiten Klamotten wird er der Presse präsentiert. Und der multimilliardäre, schwere Angeklagte aus der berühmtesten Unternehmerfamilie der Welt wirkt gar nicht so glamourös, wie man sich einen Rockefeller vorgestellt hat. Und das ist er auch nicht. Denn Clark Rockefeller ist nicht der, für den er sich ausgibt. Hinter Clark Rockefeller steckt der Deutsche Christian Gerhardsreiter. Mit seiner Verhaftung endet seine 30-jährige Hochstaplertour bis in die wohlhabendsten und einflussreichsten Kreise der USA, für die er sogar über Leichen ging. Der American Dream fasziniert tausende Menschen. Viele Einwanderer werden immer noch von dieser romantisierten Vorstellung von den USA magisch angezogen. Jeder kann alles erreichen, was er möchte, wenn er sich nur anstrengt. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Auch Christian Gerhardsreiter war fasziniert von dieser Vorstellung. Nur, dass sein Vorhaben nicht mit wirtschaftlicher Arbeit erreichen werden sollte, sondern durch seine skurrile Karriere, geprägt von Lügen und einer Scheinwelt, welche ihm den zweifelhaften Ruhm des größten Hochstaplers der neuen Zeit einbrachte. Geboren wurde Gerhardsreiter nach Aussagen seiner Mutter 1961 in Siegsdorf in Oberbayern. Er selbst behauptet, ein Jahr älter zu sein. Sein Vater war Maler, seine Mutter Schneiderin. Die Familie lebte in bescheidenen Verhältnissen in einer konservativen bayerischen Provinz. Ein knappes Jahrzehnt nach dem Zweiten Weltkrieg geboren, ist Gerhardsreiter in einer Zeit groß geworden, in der sich die Welt öffnete und die amerikanische Kultur nach Deutschland schwappte. Und diese faszinierte ihn schon als kleines Kind. In seiner Freizeit guckte er gern amerikanische Filme und Serien und er träumte sich in eine fiktive Welt. Er war anders als andere Kinder. Er hatte viel Fantasie und war ein Jugendlicher, der sich in dem kleinen bayerischen Dorf schnell beengt fühlte. 1978, mit 17 Jahren, traf er ein amerikanisches Paar beim Trampen. Diese schwärmten ihn von Amerika vor und den unbegrenzten Möglichkeiten, die ihm dort geboten werden konnten. Gerhardsreiter fühlte sich bestärkt in seinem Wunsch, aus der dörflichen Provinz auszubrechen und emigrierte Hals über Kopf in die USA mit großem Wunsch, ein großer, berühmter Schauspieler zu werden. Für die Einreise behauptete er, dass das Tramper-Paar ihn eingeladen hätte. Die erste Lüge, auf die unzählige weitere folgen sollten und die bald sein gesamtes Leben bestimmten. Im Rahmen eines angeblichen Schüleraustauschs wohnt Gerhardsreiter bei einer Gastfamilie in einer Kleinstadt in Connecticut. Bereits hier gab er sich einen anderen Namen, auch wenn diese Änderung erstmal nur klein war und mit der schwierigen Aussprache im Ausland begründet werden könnte, fortan nannte er sich Christian Gerhardsreiter oder auch Christian Gerhardsreiter. Doch das Leben dort langweiligte ihn schnell, aber es war nämlich gar nicht so glamourös, wie er sich das vorgestellt hatte. Schnell zeigte sich seine aggressive und arrogante Art, mit der er bei seiner Gastfamilie aneckte. Vor ihnen behauptete er, er sei der Sohn adeliger, reicher Geschäftsleute aus Deutschland, was für ihn auch die Entschuldigung war, sich über seine Gastfamilie zu stellen und diese wie seine Bedienstete zu behandeln. Seine Zeit in Connecticut nutzte Gerhardsreiter, um sein Englisch zu verbessern. Und er begann, sich neu zu erfinden. Er ließ sich die Haare wachsen, trug weiße Sonnenbrillen und enge Kleidung, um einen zu dieser Zeit angesagten europäischen Stil zu imitieren. Außerdem hatte er neben seiner Faszination für amerikanische Popkultur eine große Vorliebe für die amerikanische Sitcom Gilligan's Island und da besonders für den Charakter Thurston Howell III, einen reichen Schnösel. Kleine Anmerkung, die Charaktere sind alle nach den sieben Todsünden geformt
Und dieser Charakter war eben Gier. Gerhards Reiter begann also, dessen Dialekt nachzuahmen und zu klingen wie aus der britischen Bourgeoisie stammend. Auch Redewendungen und Verhaltensweisen übernahm er von den Serienfiguren. Seine Schule war seine Bühne, um zu testen, wie er mit seiner inszenierten neuen Persönlichkeit auf andere wirkte. Und schnell trat der provinziale deutsche Christian in den Schatten des exzentrischen Amerikaners Chris. Das war der erste Schritt zu der Person, die er vorhatte zu werden. 1979 verließ er Connecticut, um in Milwaukee Film zu studieren, um seinen Traum, eine berühmte Hollywood-Legende zu werden, ein Stückchen näher zu kommen. Angeschrieben hat er sich unter dem Namen Chris Gerhardt. Endlich konnte er sich damit beschäftigen, wofür er brannte, mit der inszenierten und surrealen Filmwelt, in der er sich selbst so gern als Protagonist träumte. Ein Genre hatte es ihm während seines Studiums besonders angetan, der Film Noir. Eine Gattung der US-amerikanischen Kriminalfilme der 1940er und 50er Jahre. Und ein Film dieses Genres ist den Ermittlern im Nachhinein besonders aufgefallen und sie gehen davon aus, dass sich Gerhards Reiter diesen Film als Vorbild nahm. Die Spur des Fremden von Orson Welles. Darin geht es um einen Deutschen, der nach Connecticut emigriert und sich dort eine Scheinpersönlichkeit erschafft und für diese über Leichen geht. Tja, doch eines fehlte Gerhards Reiter für sein Leben in den USA noch, nämlich eine Green Card. Und dafür bat er 1981 eine Kommilitonin, ihn zu heiraten, unter dem erlogenen Vorwand, da er sonst als Deutscher in den Kalten Krieg eingezogen werden würde. Er verließ sie noch in der Nacht der Hochzeit. Diese ließ sich allerdings erst im Jahr 1992 scheiden. Als nun echter Amerikaner waren die Weichen für seinen Traum gelegt. Er ging nach Los Angeles, um in den Kreis der Vermögenden und Einflussreichen Fuß zu fassen. In San Marino, einem der teuersten und edelsten Vororte von Hollywood, ließ sich Gerhards Reiter nieder. Dort, wo er dort wohnte, das wusste niemand, und hier nannte er sich Christopher Chichester. Er gab sich als britischer Aristokrat aus. Um als dieser in den noblen Kreisen San Marinos wahrgenommen zu werden, begann Gerhards Reiter sein altbewährtes Spiel. Er beobachtete Menschen und er nahm sich dessen Redensart, Wesenszüge und Kleidungsstil an. Schnell fasste Gerhards Reiter mit seinem royalen Englisch und Charme in der noblen Gemeinde in San Marino Fuß und engagierte sich zum Beispiel in der Kirchengemeinde. Gerhards Reiter selbst hatte nie eine Ausbildung abgeschlossen, denn mit seiner Flucht nach der Ehe schmiss er auch sein Filmstudium. Allerdings war er charmant und intelligent genug, dass er sich viel Wissen anlas und nie übertrieben prahlend auftrat. Dadurch konnte er schnell die reiche Elite um den Finger wickeln. Und das zu seinem Vorteil in einer Zeit, in der man Biografien nicht mit zwei Klicks googeln konnte. Um nicht nur gesellschaftlich, sondern auch finanziell bei den Superreichen anzukommen, verfolgte Gerhards Reiter eine bewährte Taktik. Er suchte nach vermögenden älteren Frauen, die alleinstehend waren. Und auch damit hatte er wieder Erfolg. Ein Date folgte dem nächsten, bis er Didi Soos traf. Eine ältere, alleinstehende, nicht mehr ganz so fitte Dame, die ihn endlich reich machen sollte. Sie wohnte auf einem riesigen Grundstück mit einem Gästehaus, in das schon bald Gerhards Reiter einzog. 1984 beginnt er also als Haushaltshilfe bei Didi und verdient damit das erste Mal in seinem Leben Geld. Er erschleicht sich immer mehr ihr Vertrauen, bis sie ihm ihren Bankzugang gibt und Didi genießt es, endlich nicht mehr allein zu sein. Mit dem Geld und der Zeit, die Gerhards Reiter nun hat, wollte er seinen Traum weiter nachgehen. Ein berühmter Schauspieler zu werden. An der University of Los Angeles
möchte er weiter Film studieren und erschleicht sich mit der Lüge, er wäre bereits britischer BBC-Filmproduzent, einen Platz dort. Nachdem er dort Steven Spielberg kennenlernte, ergatterte er sogar Karten für die Oscarverleihung. Doch 1985 wendete sich das Blatt. Denn John, der Adoptivsohn von Didi Soos, taucht plötzlich mit seiner Frau Linda auf. Beide zogen wieder bei Didi ein. Der Computerfreak und seine Frau merkten schnell, dass etwas mit dem neuen Lover ihrer Mutter nicht stimmte. Das passte natürlich gar nicht in Gerhards Reiters Taktik, denn wenn nun der Sohn wieder auftauchte, war ja klar, wer im Falle des Todes das Erbe bekommt. Also tat Gerhards Reiter das, was er für sein Reichtum tun musste. Er tötete Didis Sohn mit enormer Brutalität, er spaltete seinen Kopf mit einer Axt, zerstückelte ihn und vergrub den Leichnam im Garten. Auch Johns Ehefrau Linda verschwand spurlos. Eine Leiche von ihr wurde bis heute nicht gefunden. An Gerhards Reiters Vorliebe für Filme erinnerte auch sein Mord. In Alfred Hitchcocks Film Cocktail für eine Leiche ermordeten zwei Freunde ihren Kumpel, verstauten seine Leiche in einer Truhe und gaben dann eine Party, bei der auf der Truhe das Buffet serviert wurde. Gerhards Reiter veranstaltete nach der Ermordung von Didis Sohn eine Gartenparty, während dieser zerstückelt und vergraben unter den Gästen lag. Gerhards Reiter machte unterdessen ohne Skrupel weiter. Er log Didi an, dass ihr Sohn und dessen Ehefrau ein Jobangebot in Europa hatten und sogar zwei Briefe erhielt Didi, die natürlich von Christian Gerhards Reiter inszeniert wurden, der zusammen mit Didi und der Leiche im Garten noch einen Monat in San Marino lebte und dann selbst verschwand, mutmaßlich deshalb, weil er Angst hatte, dass der Mord rauskommt. Im Jahr 1987 geht es für Gerhards Reiter zurück an die Ostküste, diesmal nach New York. Es ist die Zeit der aufstrebenden Aktiengeschäfte, in der man mit dubiosen Geschäften schnell sein Geld machen kann. Und in diese Welt wollte Gerhards Reiter nun abtauchen. Als Christopher Crowe, ein millionenschwerer ehemaliger Filmproduzent, wollte er als Aktienbroker durchstarten. Doch erstmals hatte er nach Jahren einen Rückschlag, denn die Firma, an der er anfangen wollte, kündigte ihn nach 2 Jahren, als rauskam, dass er eine gefälschte Sozialversicherungsnummer hat. Übrigens gab er sehr oft, wäre eine kleine Anmerkung an, als Christopher Crowe einen bestimmten Film mitgewirkt zu haben. Und tatsächlich gab es einen Christopher Crowe im Abspann, aber das war nicht er. Nachdem er gekündigt wurde, warf ihn das allerdings nicht zurück, sondern es verstärkte noch seinen Größenwahn. Denn nun wollte er einer der mächtigsten Männer der Welt werden. Ein Rockefeller. Wieder studierte Gerhards Reiter monatelang diese Rolle. Er beobachtete Leute, er beschäftigte sich mit den Rockefellers und schaffte sich seine eigene Bibel an. The Official Preppy Handbook, das ist ein satirisches Buch über die nordamerikanische Oberschicht. Alles, was darin porträtiert wurde, wie die Leute sprechen, wie die Leute sich kleideten, ahmte Gerhards Reiter nach. Auch wenn der Autor die amerikanische Oberschicht damit nur humoristisch und satirisch darstellen wollte. Alles plante er für seine größte Rolle, die ihm nun Reichtum, Macht und Einfluss bringen sollte. Er dachte sich eine schlüssige Background-Story zu seiner Rolle aus und achtete sogar bei der Wahl der Brillenmarke darauf, dass es eine ist, wie sie die echten Rockefeller tragen. Mit dem Namen Clark Rockefeller, der ihm nun jede Tür öffnen sollte, zog er nach Manhattan und lernte dort seine neue Nachbarin kennen, die ihn in den Kreis der Kunstsammler einführte. Und auch in dieser Szene konnte sich Gerhards Reiter weiter perfekt einfügen. Er las sich viel über Kunst an und protzte vor seinen neuen Freunden mit sündhaft teuren Gemälden in seinem Wohnzimmer, die allerdings alle gefälscht waren, aber es hat nie jemand hinterfragt oder hat an seiner Kunstsammlung gezweifelt, denn er war schließlich ein Rockefeller. Ein Gemälde konnte ihm ein Kunsthändler jedoch nie verkaufen. Er selbst gab sich als zu anspruchsvoll, kein Bild würde ihm gefallen,
Aber in Wahrheit hatte der falsche Rockefeller einfach kein Geld für teure Kunst. Doch auch an seinen Geldsorgen arbeitete Christian Gerhard Reiter. Er lernte Sandra Bost kennen, eine Harvard-Absolventin, die als eine der Jüngsten eine Führungsposition bei der Unternehmens- und Regierungsberatung McKinsey besetzte. Mit einem Jahresgehalt von mehreren Millionen US-Dollar. 1993 heirateten sie in einer Quäkerkirche, in einer Freikirche der Quäker, denn diese verlangte für die Trauung keine Papiere und dafür, dass kein Mitglied der berühmten Familie bei der Hochzeit auftauchte, hatte Gerhard Reiter ebenfalls wieder eine Ausrede parat. Er selbst erzählte nämlich, dass seine Eltern bei einem Autounfall gestorben seien und die ganze Verwandtschaft hatte sich vor der Hochzeit mit ihm verstritten. Somit gab es also keine Angehörigen. Nun war der falsche Rockefeller am Ziel seiner Träume. Die New Yorker High Society kannte ihn und er verfügte dank seiner Frau über ein ordentliches Vermögen. Doch er zahlte nie eine Rechnung und ließ sich von seiner Frau aushalten. Aber auch dafür hatte er wieder eine Ausrede sich einfallen lassen, denn der falsche Rockefeller arbeitete angeblich als Finanzberater von Dritte Weltländern. Und es wäre unpassend, diesen armen Ländern eine Rechnung auszustellen für seine Beratertätigkeit. Darum hatte er kein Geld. Damit schien sich seine Frau, die durchaus sehr intelligent war, zunächst abzufinden. Und vielleicht auch, weil sie vom Namen Rockefeller selbst profitierte, denn kurz nach der Hochzeit stieg Sandra rasant in der Firma auf. Nach 5 Jahren in New York wollte Gerhard Reiter sein Image des wohlhabenden weißen Amerikaners komplettieren und in ein Landhaus ziehen. 1998 ziehen die beiden also nach New Hampshire, doch in der neuen dörflichen Umgebung stößt Gerhard Reiter das erste Mal auf Ablehnung. Denn die Leute interessieren sich nicht dafür, wer er angeblich ist und wie vermögend er ist. Auf die ländliche Gemeinde wirkt er wie ein arroganter Schnösel. Auch die Ehe der beiden gestaltete sich langsam als schwierig. Sandra arbeitete viel und Gerhard Reiter war die meiste Zeit allein zu Hause, ohne eine ihn bewundernde Schar an Leuten, die er vorher gern um sich hatte. Nun begann er an Wahnvorstellungen zu leiten. Er fühlte sich verfolgt und war misstrauisch allen und jedem gegenüber. In der aufkommenden Zeit des Internets, in der es nun kein Problem mehr war, die Personalien zu googeln, vielleicht nicht ganz unbegründet. Tja, trotz der schwierigen Ehe von Sandra und Clark wurde 2001 ihre gemeinsame Tochter Ray geboren, für die er erstmals echte Gefühle zeigte. 5 Jahre erzog Gerhard Reiter seine Tochter so gut wie alleine. Großen Wert legte er dabei auf die Manieren und Bildung seiner Tochter und dafür zog die Familie 2006 nach Boston. Doch die Eheleute stritten sich viel, vorrangig bezüglich der Kindererziehung. Gerhard Reiter war kontrollsüchtig und wollte sich nicht in die Erziehung seiner Tochter reinreden lassen. Außerdem kam Sandra jetzt nach ungefähr 10 Ehejahren langsam Zweifel, mit wem sie da verheiratet sei. Deshalb hatte sie nun einen Privatdetektiven engagiert. Dieser fand heraus, dass es vor 1993 keine Hinweise auf einen Clark Rockefeller gibt. Konfrontiert mit den Vorwürfen seiner Frau, weigert sich Christian jedoch, Sandra die Wahrheit zu sagen. Sie reicht die Scheidung ein, bekommt das Sorgerecht und der falsche Rockefeller darf seine geliebte Ray nur noch unter Aufsicht sehen. Um das zu bekommen, was er will, greift Gerhard Reiter wieder zu bizarren Mitteln. 2008 darf er seine Tochter im Bostoner Stadtpark wiedersehen und als die Aufsichtsperson einen Moment unaufmerksam ist, schlägt er diese nieder, entführt seine Tochter und fährt mit ihrem Auto weg. Über New York flüchtet Gerhard Reiter mit seiner Tochter nach Baltimore, wo er sich eine Wohnung und ein Boot unter dem Namen Chip Smith anmietet. Eine Woche sind Gerhard Reiter und Ray wie vom Erdboden verschluckt und sein Fahndungsfoto ist nun überall in der Presse.
Der Vermieter des Hauses, in dem er sich zusammen mit Ray verschanzt hatte, erkannte ihn und die Polizei konnte Gerhards Reiter überführen. Damit endet seine jahrzehntelange Hochstaplertour. Doch nicht nur für Gerhards Reiter. Bei der Abnahme seiner Fingerabdrücke und dem Abgleich mit der Datenbank, die den Ermittlern endlich den Namen des Entführers verrät, streitet der falsche Rockefeller immer noch ab, Christian Gerhards Reiter zu sein. Doch dass Gerhards Reiter nicht nur als Kindesentführer kriminelle Energien zeigte, mussten die Ermittler schnell feststellen. Sie suchten in San Marino über ein Jahrzehnt den falschen Mörder. Nachdem Didi Soos verstarb, wurde ihr Haus an neue Besitzer verkauft, die Mitte der 1990er Jahre einen Pool in den Garten bauen lassen wollten und dabei fanden sie Müllsäcke mit menschlichen Knochen darin. Christopher Chichester, hier nochmal als Bild, den die Ermittler als Hauptverdächtigen festlegten, konnten sie nie ausfindig machen. Gerhards Reiter wurde zuerst 2008 wegen Entführung verurteilt, 2013 kam der Tatbestand des Mordes hinzu, wofür er zu lebenslänglicher Haft verurteilt wurde. Vor Gericht war er komplett alleine. Seine Eltern, die nie wieder was von ihrem Sohn gehört haben, waren bereits verstorben und alle anderen aus der Familie wollten einfach nichts mehr mit ihm zu tun haben. Er bestreitet bis heute den Mord an John Soos und schließt aus, mit dem Verschwinden von Linda etwas zu tun zu haben. An seinem Charme konnte Gerhards Reiter aber bis heute Journalisten und Autoren um den Finger wickeln. Sie sind fasziniert von einem Mann, der die gesamte New Yorker Oberschicht hinters Licht führen konnte und dabei eigentlich ein Mörder ist. Sie sind geradezu magisch angezogen, denn Gerhards Reiter spricht. Seine altmodische Sprache, seine Redepausen und seine Fremdwörter fesseln sie. Dabei hat Gerhards Reiter die altmodische Sprache nur aus Filmen und Serien adaptiert. Redepausen entstehen durch Sprachbarrieren und da er kein Muttersprachler ist, sind die Fremdworte einfach nur zusammenhanglose deutsche Begriffe. Hollywood hat sich bereits die Rechte an seiner Story gesichert und sein bester Freund, der ihn als Rockefeller kennengelernt hat, hat ein Buch über das Leben mit dem Hochstapler veröffentlicht. Ihm hat er auch sein Geheimrezept für das perfekte Scheinleben zwischen dem Wohlhabenden und Einflussreichen verraten. Eitelkeit, Eitelkeit, Eitelkeit. Ich behandle dich wie die Person, die du sein möchtest, dich aber nicht traust zu sein. Und du wirst süchtig nach diesem Gefühl, wichtig zu sein. Und weil du denkst, nur ich kann dir dieses Gefühl geben, kommst du immer wieder zu mir zurück.